Ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer. Wir machen jetzt weiter im Programm. Ja, aus unserer Reihe Home Decorations betrifft so ein bisschen das Wohlfühlgefühl, zu Hause sich's hübsch machen, ein tolles Ambiente genießen und vor allem auch das Thema warme Füße. Denn wenn wir jetzt auch noch uns in den letzten Wochen des Sommers befinden, wissen Sie selber, der Herbst und der Winter, die kommen schneller als man denkt. Das kann teilweise nur wenige Tage dauern. Dann sinken die Temperaturen von 22, 23 Grad, zack, auf 12 Grad krachen die runter, draußen Regen, alles grau. Naja, und dann braucht man natürlich etwas, wo man sich zu Hause zurückziehen kann, wo man sich's kuschelig machen kann. Und wir haben für Sie heute Elektrokamine vorbereitet, in verschiedenen Größen und Ausführungen. Und die allererste Frage beim Thema Elektrokamin, die ich Vivian stellen muss, die ist nämlich unsere Expertin bei dem ganzen Thema. Vivian, ist das nur Dekoration oder machen die denn wirklich warm? Tja, ich würde sagen, das schauen wir uns mal bei den jeweiligen Produkten einfach an. Denn viele, viele Heizlüfter verbürgen sich in den Kaminfeuereffekten bzw. in den Elektrokaminen. Und deshalb, Andreas, wie du schon gerade gesagt hast, sehen die meisten nicht nur super gut aus, sondern sorgen auch noch für einen wahnsinnigen tollen Wärmeeffekt dazu. Ah, das ist ja wirklich genial. Aber nächste Frage hier, unser erstes Produkt, was wir jetzt gerade haben, Vivian, das ist ein Steckdosenheizlüfter mit diesem tollen Kaminfeuereffekt. Ehrlicherweise habe ich das gerade dort abgelesen. Jetzt aber mal die Frage, muss ich denn dafür irgendetwas zu Hause umbauen oder muss ich da irgendwas installieren? Das sah jetzt gerade so aus, als steckt man den einfach nur in die Steckdose. Ganz genau. Ich würde sagen, wir erklären erstmal, was wir hier haben. Dann können wir nämlich darauf zu sprechen kommen, was Andreas gerade gefragt hat. Es geht um einen Steckdosenheizlüfter, der also direkt an der Steckdose, egal wo die sich bei Ihnen befindet, ob unten an der Wand, oben an der Wand, in der Küche, im Badezimmer, im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer, für einen zusätzlichen Wärmeeffekt sorgt, hier mit 500 Watt Leistung. Und vor allem auch einen Kaminfeuereffekt. Denn wir finden einfach, dass nur so ein kleiner Heizlüfter bei Ihnen an der Wand natürlich dekorativ das nicht ausreicht. Ja, das stimmt. Sie wollen so ein bisschen wohlig wärmende Flammen, Sie wollen so einen richtig schönen Effekt haben. Sie sind ja auch jemand mit ganz viel Liebe zum Detail bei Ihrer Wohnungsdekoration. Dafür sind Sie ja bekannt, dass Sie einfach auch so ein detailliertes, schönes, wunderbares Wohnambiente haben. Und da reicht ein Heizlüfter mit 500 Watt nicht aus. Andreas, da muss der Kaminfeuereffekt mit dazu. Da muss das dazu sein. Und man muss ja wirklich sagen, das sieht wirklich klasse aus. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, beispielsweise im Badezimmer kann man doch sowas auch anbringen, wenn es zum Beispiel noch etwas frisch ist. Ne? Es ist ja tatsächlich so, dass es im Herbst teilweise tagsüber noch warm wird. Aber man kann natürlich hier so einen Steckdosenheizlüfter, den kann man doch gut und gerne noch mal brauchen, wenn es auch abends ein bisschen frisch ist, dass man so ein bisschen zuheizt. Aber speziell dieses Gerät hier, das kann ich mir auch gut, aber das musst du uns jetzt beantworten, kann ich mir auch gut in so kleinen Räumen vorstellen, wie Gäste-WC, Arbeitszimmer, Garage, Hobbyraum, oder? Also wir haben ja ganz, ganz viele Steckdosenheizlüfter schon im vergangenen Jahr an Sie ausliefern dürfen. Und Sie waren wirklich begeistert. Und wie du gesagt hast, auch für so Gäste-WC zum Beispiel, wo jetzt keine separate Heizung ist, wurden die super gerne bestellt. Fürs Badezimmer zum Beispiel, um dafür zusätzliche Wärmeeffekte zu sorgen. Mhm. Man möchte ja jetzt gerade auch, und da stimmen Sie mir natürlich zu, wenn der goldene Herbst kommt und die Temperaturen tagsüber aber noch über 20 Grad sind, dann möchte man ja nicht für den Abendbereich, wenn man mal eben aus der Dusche kommt, die Heizung dann direkt den ganzen Tag überlaufen lassen. Das sind ja auch zusätzliche Kosten. Und deshalb sind diese Heizlüfter einfach so begehrt, zum Beispiel auch in Gäste-WCs, in Gästeschlafzimmern, in Räumen, wo zum Beispiel keine Heizungen da sind oder speziell für den Bereich, wo Sie sich jetzt gerade aufhalten und auf der Couch sitzen. Aber halt eben nicht nur ein einfacher Heizlüfter, so ein kleines elektrisches Gerät, das in der Steckdose steckt, sondern eben hier mit diesem schönen Kaminfeuereffekt, dass das Ganze auch noch nett aussieht. Da muss man natürlich ganz klar sagen, wenn man das bekommen kann, ne, im Vergleich zu einem gewöhnlichen Heizlüfter ohne diesen tollen Effekt hier, liebe Zuschauer, dann würde ich doch ganz klar hier zugreifen. Wir haben hier, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen für Sie, einen Steckdosenheizlüfter. Dazu kommt eben, ist eingebaut dieser tolle Kaminofen-Effekt. Das ist eben so ein Highlight. Und das Ganze hier für Sie zum TV-Sonderpreis für 28 Euro.
1,45 € unter der Bestellnummer NX3322 und der 569. Nochmal zur Klärung, Vivien, die Bedienung, ist die einfach oder kompliziert? Wie muss ich mir das vorstellen? Zack, in die Steckdose rein, dann können Sie auf das Grad genau von 15 bis 32 Grad Celsius einen Thermostat einstellen. Ach. Und schon zack werden die 500 Watt jetzt hier genutzt, um einfach auch in dem persönlichen Bereich, wo Sie jetzt gerade hier die Steckdose nutzen, diese Wärme entwickelt wird. Also Thermostat ist auch noch drin und wir gucken uns hier mal eine Empfehlung der Redaktion an. Und zwar von Madonna, Ausgabe 6/2019, also höchst aktuell. Das sagt die Redaktion, sofort Wärme direkt aus der Steckdose. Der Heizlüfter eignet sich perfekt für kleine Räume und hilft rasch, eine Wohlfühltemperatur zu erreichen. Der Steckdosenheizlüfter mit Kaminfeuereffekt sorgt somit für super warme Stimmung. Jawohl, vielen Dank dafür. Ist natürlich top aktuell. Top aktuell sind alle unsere Geräte und das ist auch das Motto. Deshalb machen wir einfach ganz schnell weiter. Und Vivien, du hast uns noch was mitgebracht. Ja, ganz genau, denn Sie mögen es einfach. Sie mögen natürlich jetzt in der Jahreszeit, die jetzt kommt, vor allem auch jetzt aktuell ist es ja zum Teil schon so, dass wir tagsüber schön angenehme Temperaturen haben, solange die Sonne noch da ist, Andreas. Ja. Wenn aber abends dann langsam die Dämmerung eintrifft, und da war ich gestern ja empört und überrascht zugleich, um 9 Uhr ist es ja schon wieder dunkel. Ne? Also ist es dunkel, das ist ja schon ein Indiz dafür, dass jetzt die kalte Jahreszeit wieder kommt, wenn es wieder so früh dunkel wird draußen und stockdüster. Und da braucht man dann einfach auch bei Ihnen zu Hause so eine kleine zusätzliche Wärme. Aber Vivien, oftmals ist es ja so, man scheut sich noch so ein bisschen die Heizung zu Hause aufzudrehen. Ne? Mhm. Der Heizkörper, man hat ja oft in jedem Raum einen Heizkörper. Jetzt könnte man natürlich das einfach machen und könnte schon hier Anfang September die Heizung aufdrehen. Aber erstens ist es teuer, ne? Ist natürlich nicht gut für den Geldbeutel. Und zweitens, naja, mit dem Heizen anfangen, das macht man doch eher so erst ab Oktober jetzt so. Und deshalb würde ich doch vorschlagen, ist das hier eine geniale Möglichkeit, um einfach nach Bedarf zuzuheizen. Aber hier haben wir jetzt ja auch eine wunderbare Optik. Ich finde der hier, der ist so klein, kompakt. Wo würdest du sagen, könnte man den hinstellen? Überall, wo man möchte. Du hast es ja jetzt gerade schon vorweggenommen. Das ist ja das Tolle. Das sieht ja aus wie ein Kamin. Wir sind also jetzt auch wieder bei dieser wunderschönen Optik. Toll nostalgisch gemacht. Vielleicht kennen Sie ja auch diese Kaminoptik zum Beispiel von den Großeltern, vielleicht von den Eltern, wo sie früher mal waren, wo der Kamin auch der zentrale Platz und Ort war, wo sich die gesamte Familie getroffen hat, niedergelassen hat und die Wärme genossen hat. Und das ist für Sie einfach ein Punkt, denn klar, Flammen, Feuer, das ist was Atemberaubendes, das ist was Wärmendes, das ist Romantik, das ist einfach toll, das verzaubert uns, das Flammenspiel. Ja, das stimmt. Aber eben hier nicht nur die Optik. Also wir bleiben theoretisch bei der gleichen Variante, dass Sie hier einen Kaminofen bekommen, den Sie ganz einfach in die Steckdose stecken können. Jetzt aber nicht direkt an die Wand, sondern natürlich mit einem Zuleitungskabel irgendwo schön aufstellen, zum Beispiel mal neben die Couch, wenn Sie wünschen, gerne aber auch im Schlafzimmerbereich oder im Badezimmer. Und dann haben Sie jetzt hier dieses tolle Flammenspiel mit dieser super schönen glühenden, da sehen Sie es, mit dieser Kohle, die da unten liegt, also die Optik, die Sie da haben. Sieht aus wie Holz, ne? Sieht aus wie Holz, ganz genau. Aber funktioniert ohne Holz. Das heißt doch, für unsere Zuschauer jetzt mal nachgefragt, dieser ganze Aufwand, den man ja normalerweise von einem offenen Kamin oder von Feuer kennt, der fällt ja weg, ne? Der fällt weg, genau. Das ist nur die Optik. Das ist ein Elektrokamin, der jetzt aussieht wie ein echter Kamin, aber eben für die Steckdose ist und somit super einfach ist. Jetzt haben Sie hier aber nicht nur die Optik, sondern eben auch, und das hat Andrea schon vorhin gesagt, zwei Heizstufen, die Sie wählen können, 1000 und 2000 Watt, dass Sie also nicht nur die Optik eines Kamines haben, sondern wie Andreas eben schon schön gesagt hat, für die Periode jetzt, wo Sie die Heizungen zu Hause noch nicht anstellen können, Sie auch noch hier zwei Heiz- und Wärmestufen haben, die Sie nutzen können, um in Ihrem Bereich, an der Couch, da wo Sie auf Ihren tollen, wunderschönen romantischen Kamin schauen, auch die Wärme genießen können. Das ist ja das Schöne ist ja, dass wir das jetzt schon für unsere Zuschauer im Angebot haben, weil irgendwann kommt diese Übergangsphase, ne? Vom Sommer in den Herbst und das geht ja immer furchtbar schnell. Und irgendwann ist es dann eben so weit, dass man die große Heizanlage, ne, die Hausheizung zu Hause anschalten muss. Naja, und dann hilft dir natürlich die Möglichkeit, erst dann zu bestellen, das hilft dir nicht weiter, weil du brauchst ja jetzt so ein Kamin, so ein Elektrokamin, den brauchst du ja dann in der Übergangsphase und
Zusätzlich zur Heizfunktion, das hast du ja wunderbar erklärt, hat man eben auch diese tolle romantische Optik. Und ich meine, so Feuer, so Flammenspiel, das wünschen wir uns ja alle. Das ist ja auch was, was ganz für ganz viel Wärme, für Behaglichkeit sorgt. Und da muss man natürlich sagen, ist unser Angebot hier mit unserem Carlo Milano Ofen genial. Hier ist es schließlich auch ein Designkamin. Absolut genial. TV-Sonderpreis für Sie, liebe Zuschauer, 75,95 Euro. Und die Bestellnummer ist die NC5719 und die 569. Und unten drunter steht es nochmal ganz dick. Sie sparen hier 42% zur unverbindlichen Preisempfehlung. Da liegen wir also deutlich über 120 Euro. Also eine schöne Möglichkeit, sich jetzt sowas nach Hause zu holen, ohne eben diese ganzen Unannehmlichkeiten, wie beispielsweise, dass man Asche sauber machen muss, dass man das Holz wegbringen muss oder auch Holz bestellen muss. Einfach einstecken, dann funktioniert das Ganze so. Jetzt wird es aber richtig interessant. Von den etwas kleineren Geräten, Vivien, kommen wir jetzt zu den großen Exemplaren, die du hier aufgebaut hast. Und jetzt bin ich besonders gespannt. Ja, wir kommen zum nächsten Elektrokamin. Und du hast es ja eben auch schon gesagt, dass natürlich wir etwas suchen, das uns ein bisschen warme Füße spendet, das auch vielleicht so für die Abende, wo es etwas kühler da ist, wo sie die Heizung noch nicht einschalten sollen. Aber ich glaube, in erster Linie geht es einfach um diese Optik. Und es geht darum, dass sie sich schon immer einen Kamin gewünscht haben. Dass sie schon immer gesagt haben, Mensch, das war damals in der Familie der zentrale Ort. Da hat die Familie zusammengesessen. Damals hatte man ja auch noch keine Fernseher, ja, wo man dann zum Beispiel abends gespeist hat oder sich unterhalten hat. Sondern da war dann ein schöner Kamin da, der die Wärme gespendet hat, der die Familie zusammengeführt hat. Und genau da kommen jetzt verschiedene Designvarianten einfach genau recht für Sie. Denn vielleicht sagen Sie, Sie mögen diese nostalgische Optik, diese romantischen Flair, den wir Ihnen gerade gezeigt haben. Oder Sie mögen es vielleicht doch ein bisschen moderner mit dem halbrunden Modell, das wir Ihnen jetzt zeigen, mit einer richtig schönen gewölbten Glasfront. Ja. Also die Optik ist hier wirklich ganz, ganz detailgetreu gemacht. Sieht aus wie ein echter Kamin durch diese LED-Animation, die Sie von diesem Flammenspiel der aufsteigenden Flammen haben, von der Glut, die vorne liegt und vor allem natürlich auch hier wieder von dieser richtig schönen, modernen, da sehen wir es mal, Optik, ja, die dieser Elektrokamin hat. Den kann man natürlich auch, wie es hier gemacht wurde, auf dem Podest stellen. Das ist wirklich wunderbar. Aber Vivien, bei so einem Elektrokamin, ne, der große Vorteil ist ja, du hast Wärme und hast diese Flammen auf Knopfdruck. Du brauchst nicht lang ein Feuer entfachen, dann funktioniert das nicht. Dann ist das Holz, das du besorgt oder gekauft hast, zu feucht. Das geht nicht gleich an. Also hier ist es ja wirklich so, je nachdem, wenn du sagst, komm, jetzt möchte ich mich mal so ein bisschen in meinen Lieblingssessel kuscheln. Jetzt möchte ich es mir gut gehen lassen, vielleicht ein Glas Wein und ein Buch. Dann drückst du hier aufs Knöpfchen und dann funktioniert das Ganze. Und auch hier, nur damit ich richtig liege, haben wir auch wieder diese Wärmefunktion. Also. Genau, zwei Heizstufen, die Sie hier haben. Zum einen 850 oder 1700 Watt, die Sie bei dem Modell jetzt hier bei Ihnen zu Hause anwählen können. Und ich glaube, Andreas, vielen unserer Zuschauer, und da stimmen Sie mir ganz sicherlich zu, geht es natürlich darum, einfach diesen Kamineffekt zu haben. Mhm. Es geht darum, dass Sie eine sichere Wohlfühlatmosphäre haben, dass Sie vielleicht in einer Mietwohnung zum Beispiel auch sagen, Mensch, da kriegen Sie einfach gar keinen echten Kamin hin. Ja, wie soll das denn auch gehen? Ja, das oder ist schwierig. Selbst auch in einer Eigentumswohnung. Ja. Also meine Familie hat auch mal darüber nachgedacht, einen Kamin nachzurüsten. Die Preise, das ist ja der Hammer. Und dann letztlich für den Effekt, den wir hier auch haben und das für so kleines Geld, so einfach in der Handhabung, so sicher bei Ihnen zu Hause. Und da können Sie sich jetzt auch mal diesen lang ersehnten Traum eines Kamins einfach erfüllen, indem Sie sagen, Mensch, den stellen Sie sich jetzt mal schick auf. Und dann haben Sie zudem, wie du schon gesagt hast, jetzt auch noch diese wärmenden Effekte dank der zwei Heizstufen. Ich erzähle Ihnen jetzt was, liebe Zuschauer. Vielleicht kennen Sie das auch, wenn Sie zu Hause so einen echten Kamin haben mit Holz. Das ist wirklich Arbeit. Also Holz muss gekauft werden. Das muss geschichtet und gelagert werden. Wenn das Feuer dann irgendwann mal an ist, ne, dann ist das zwar ein schöner Effekt. Und jetzt kommt's. Jeder, der zur Tür reinkommt, jeder Besuch, jeder sagt, oh Mensch, ihr habt einen Kamin. Das ist ja klasse. Mhm. Das hätte ich auch gern. Dann sage ich zum einen ganz oft, ja, das ist schön, da liegst du vollkommen richtig. Aber
da ist viel, viel Arbeit mit verbunden, mit so einem echten, offenen Holzkamin. Mit so einem Elektrokamin hier, da hast du diese Arbeit nicht, aber du kannst dir endlich diesen lang ersehnten Wunsch erfüllen, wie du gesagt hast, auch in der Mietwohnung, ne? Überall, wo sie wollen. Eine Frage noch, Vivian. Muss ich denn für dieses Exemplar, was wir jetzt gerade hier unseren Zuschauern anbieten, muss ich da irgendwas zu Hause umbauen? Brauche ich eine Abluft? Muss ich irgendwas zu, oder kann ich den so aufstellen, wie er jetzt hier steht? Natürlich ist er so, wie der hier steht, bei Ihnen direkt einsatzbereit. Das Einzige, was Sie benötigen, Perfekt. Ist ein schönes Plätzchen und bitte eine Steckdose, wo Sie dann Ihren Elektrokamin anstellen. Falls Sie da natürlich vorhaben, wie wir das in dem kleinen Video gesehen haben, den mal auf ein kleines Podest zu stellen oder den auf eine Kommode zu stellen, machen Sie das nach Ihrem Belieben und vor allem auch nach Ihrem kreativen Auge, so wie Sie das gerne hätten, wie Sie das für schön empfinden. Und machen Sie Ihren neuen Kamin wirklich als zentralen Ruheort für Sie. Vor allem auch jetzt, wenn dann die kalten Tage kommen werden, ist das so ein schönes Erlebnis, wenn Sie auf der Couch sitzen, einen leckeren Tee trinken, sich einkuscheln in eine Decke und dann auf diesen Elektrokamin schauen. Und wenn Sie dann sagen, Mensch, es soll noch ein bisschen zusätzlich gewärmt werden, dann können Sie halt eben hier auch noch diese zwei Heizstufen auswählen. Entweder eine leichte oder mit 1700 Watt schon eine etwas intensivere. Ja, das ist absolut genial. Vor allem, liebe Zuschauer, natürlich auch der TV-Sonderpreis, den wir jetzt hier für diesen Design-Elektrokamin Ihnen anbieten können. Absolut genial. Hier der TV-Sonderpreis 132,95 Euro. Die Bestellnummer ist die NC5792 und die 569. Und immer dran denken, die 569, die ist ganz wichtig, um hier einfach für Sie den TV-Sonderpreis zu sichern. Wir haben übrigens auch hier eine Zuschauerschrift bekommen über unseren Elektrokamin hier, und zwar aus Kissing. Und hier schreibt unser Zuschauer: Klasse Feeling mit dem Flackerlicht. Das Gerät entspricht hundertprozentig meinen Erwartungen. Sehr, sehr guter Preis und sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Finde ich richtig klasse. Wir haben auch noch eine Zuschrift aus Göppingen. Sehr guter Kamin. Ich empfehle das Produkt sehr. Also das ist schon absolut genial. Aber das soll es noch nicht gewesen sein, liebe Zuschauer. Wir haben jetzt den dritten Kamin. Wir machen auch noch einen vierten und einen fünften. Und den nächsten, das ist auch noch mal so ein Highlight, was ganz, ganz Besonderes, was Vivian uns jetzt vorstellen wird. Ja, und das ist ein Design-Kaminofen, der heute seine Premiere hier feiert. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, als ich den ausgepackt und vorbereitet habe für Sie, war ich wirklich hin und weg. Schauen Sie sich diesen wunderschönen runden Kamin mal an, der jetzt eine dreidimensionale Flammenentwicklung hat. Das ist hier super clever und super schön gemacht mit einem schönen großen Sichtfenster, das Sie natürlich aus echtem Glas haben. Sie haben an der Seite diese Griffattrappe aus Edelstahl, die vermuten lässt, dass Sie natürlich jederzeit hier bei Ihrem Elektrokamin die Tür öffnen können. Und der ganz besondere Clou, der befindet sich jetzt in einem Spiegel im oberen Bereich. Und dieser Spiegel im oberen Bereich, der reflektiert zum einen natürlich die Glut, aber auch dieses realistische Flammenspiel, das Sie haben, und lässt die Flamme optisch aufsteigen. Super schön hier gemacht und vor allem natürlich auch nicht nur wieder mit einer super, super stattlichen Höhe. Da könnte ich mich drunter, dahinter verstecken, sage ich Ihnen. So hoch ist der, so groß. Da können Sie sich hinter verstecken. Also richtig ordentlich, schöner, massiver, großer Elektrokamin, den Sie hier haben. Der aber eben auch nicht nur für diese schicke Optik sorgt, sondern dank zwei Heizstufen jetzt auch noch für eine Wärmeentwicklung auf 1000 oder 2000 Watt bei Ihnen sorgt. Aber das ist ja wirklich absolut genial. Also Vivian, hier die Optik, die ist ja wirklich wunderbar. Ne? Es sieht aus wie diese klassischen Kaminöfen in dieser Trommelform, die wir zu Hause, die wir eigentlich kennen, die man so vor 50, 60, 70 Jahren hatte. Ne? Also das kommt dem schon sehr nahe. Und man sieht überhaupt nicht, und das muss ich wirklich sagen, man sieht überhaupt nicht, dass das gar kein echter Holzkamin ist, sondern man könnte den wirklich hier täuschend echt hier für einen wirklich offenen Kamin halten. Und das ist wirklich wunderbar gemacht, eben mit dieser Trommelform, mit dieser Gehäuseform. Alles so authentisch, auch diese Flammen, ne? Und dieser Spiegel, wie der das oben einfach nochmal wiederholt, das sieht richtig klasse aus. Aber du hast gesagt, wir haben hier Heizstufen 2 Stück, das heißt auch hier, der macht richtig toll warm, wenn ich es brauche. Selbstverständlich. Also wir sollten an dieser Stelle noch mal kurz erwähnen, dass natürlich alle Elektrokamine, alle Elektroöfen, die Sie heute hier sehen,
lediglich im Deko-Feuermodus in Betrieb genommen werden können. Das heißt also, Sie können hier lediglich auch das Flammenspiel einschalten. Das Moment, ich kann das auch im Sommer, im Hochsommer benutzen? Selbstverständlich. Ja, das ist ja nochmal ein Ding. Jedes Modell, das wir Ihnen hier zeigen, das kann, wie gesagt, auch gerne hier einfach nur mit diesem Flammeneffekt laufen. Das haben wir jetzt gerade auch gemacht. Super schöne Ambiente für den Abendbereich zum Beispiel mal, wenn Sie da einfach abends mal entspannen wollen nach einem schweren Tag. Aber eben auch diese zwei Heizstufen, die jetzt zuschaltbar sind mit 1000 und mit 2000 Watt in diesem schicken Design. Da wird dann einfach hier im unteren Bereich nochmal ein bisschen Wärme ausgegeben, zum Beispiel in die Sitzgruppe, da wo der bei Ihnen steht. Vielleicht haben Sie auch einen schönen Wintergarten zum Beispiel oder so eine Leseecke. Wintergarten, absolut genial. Das ist ja richtig toll. Vivian, du hast ja gerade gesagt, man kann auch nur diese Flammenoptik einschalten, das Flammenspiel, dass man nur diesen visuellen, diesen optischen Effekt hat. Das heißt, wenn ich zu Hause meine ganz normale Heizanlage aktiviert habe, also die ist im Winterbetrieb, die arbeitet vor sich hin, die heizt mir die Räume auf. Das heißt, ich könnte zusätzlich hier diesen Kaminofen bei mir im Betrieb haben, nur als Flammenspiel, und die eigentliche Hitze, um die Räume wirklich aufzuheizen, die kommt meinetwegen dann von der Zentralheizungsanlage. Das ging ja auch. Das ist ja wirklich genial, und bei Bedarf holt man sich eben auf Knopfdruck dann noch ein oder zwei Heizstufen dazu. Das ist spitze, liebe Zuschauer. Ich nenne Ihnen hier die Bestellnummer. Für unsere Neuheit, muss ich ja auch noch mal wiederholen, die wir Ihnen vorstellen, ist die NX8201 und die 569 und der TV-Sonderpreis Premiere heute für Sie exklusiv als Pearl-TV-Zuschauer. 189,95 €. Die unverbindliche Preisempfehlung, halten Sie sich fest, 400 €. Also was Sie jetzt hier heute bekommen, das ist wirklich absolut genial. Denn die Neuheit hier, liebe Zuschauer, die ist nochmal dieses 3D-Flammenspiel. Wir haben also im unteren Bereich, Vivian hat es wunderbar erklärt, dort wo die Glut ist, wo das Holz ist, dort wo die Flammen erzeugt werden, diese wunderbare Optik. Und Vivian, oben, da haben wir einen Spiegel, der für den 3D-Effekt sorgt. Ganz genau. Und dadurch kommt dieses super realistische, schöne Flammenspiel einfach zu Ihnen nach Hause, in Ihr Wohnzimmer, in Ihre Sitzecke, vielleicht aber auch im Esszimmerbereich, dass Sie auch mit einer netten Tasse Tee zum Beispiel, mit der besten Freundin, mit dem besten Freund mal entspannen, träumen können in den kalten Tagen, und vor allem, dass Sie einfach auch dieses wohlig warme Gefühl eines Kamins und auch der trauten schönen Umgebung bei sich zu Hause haben. Ja, und das Highlight ist natürlich, liebe Zuschauer, das Ganze kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Wir liegen hier über dem Mindestbestellwert von 150 €. Also schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie müssen jetzt nicht losziehen und sagen, Mensch, wir wollten doch mal nach so einem tollen Elektrokamin Ausschau halten. Wir haben hier für Sie die Geräte im Angebot. Das hier ist unsere absolute Neuheit mit dem 3D-Flammenspiel und zwei Heizstufen zum TV-Sonderpreis von 189,95 €. Versandkostenfrei. Es bleibt also bei diesem Betrag, den Sie gerade hier sehen. Wir haben hier, möchte es gerne noch mal sagen, damit es einfach bei Ihnen auch ankommt, ein Design-Elektrokamin von Carlo Milano. Also das ist hier wirklich eine wunderbare Optik, die nach Hause kommt mit dieser Trommelform. Ist so ein bisschen mein Favorit. Aber Vivian, du hast uns noch was mitgebracht. Das ist jetzt so ultramodern, würde ich sagen. Ganz genau. Das ist der Elektrokamin Sonora. Und wir haben Ihnen jetzt gerade das runde Premium-Modell vorgestellt und zeigen Ihnen jetzt noch eine ganz, ganz schicke, extrovertierte Variante, wie Sie diese zum Beispiel in ganz noblen Restaurants, Bar oder Cafés auch Hotels sieht man das auch genau sehr in Hotels, ne? Zum Beispiel. Immer schön an so Sitzecken, auch mit Sesseln, mit einer Couch, mit einem schönen Teppich auf dem Boden. Und dann befindet sich genau so ein Elektrokamin dort, der super sicher ist, der aber so eine verspielte, verträumte und vor allem entschleunigende, schöne Atmosphäre nach Hause bringt. So, und genau die bestellen Sie sich jetzt mit dem Elektrokamin auch nach Hause. Sie können den entweder aufstellen mit dem Standfuß, so wie Diana das jetzt gerade hier gemacht hat, oder wir ihn auch im Studio zeigen. Sie bekommen aber auch ein Wandmontageset gleich mitgeliefert. Und Andreas, so könnte man den zum Beispiel an die Wand montieren. Das ist absolut mein Ding, muss ich wirklich sagen. Und das sieht man ja auch in diesen 4-5-Sterne-Hotels, in diesen Luxus-Hotels oder auch Luxus-Resorts, ne? Dass die diese Kamine, diese Elektrokamine
an der Wand montiert haben, so auf Sitzhöhe und ganz oft auch in Saunalandschaften, in so Wellnesszentren, muss man sagen, wird das oft so gemacht. Warum? Es hat natürlich auch den Vorteil, man hat diese tolle Wärmeeffekt, man hat diese Wärmestufen, aber man hat eben dieses Flammenspiel, dieses romantische, dieses wohlige Gefühl, wo man sich heimig fühlt. Und was mir ja noch jetzt erst einfällt, liebe Zuschauer, der Nachteil von einem offenen Holzkamin, die ganze Wohnung verrußt mit der Zeit. Das ist eben auch so ein Punkt, wo man sagt, oh, das muss man sich schon gut überlegen. Ne? Man muss ganz viel umbauen, wenn man sowas zu Hause nicht hat. So ein Elektrokamin ist eine wunderbare Alternative. Und wir sehen es gerade hier. Also schöner könnte ein Flammenspiel in einem Holzkamin auch nicht aussehen. Dem stimme ich hundertprozentig zu. Ich finde einfach den gesamten Elektrokamin einfach wunderschön. Das bedeutet für Sie Sicherheit. Das bedeutet für Sie einfach eine schöne Wohlfühlatmosphäre, die Sie sich da zu Hause schaffen. Auch hier übrigens mit dieser schönen Edelstahlfront, die Sie haben. So schön gebürstetes Aluminium, sieht super schick aus. Dann natürlich auch der Designername Carlomilano im unteren Teil wiederzufinden auf dem Elektrokamin. Das ist ja was Besonderes, was Sie sich hier nach Hause bestellt haben. Das ist ja nicht irgendein Elektrokamin, sondern das ist der Elektrokamin, der normalerweise in Sternehotels hängt, der einfach überall für eine Wahnsinnsatmosphäre sorgt. Und genau der kommt jetzt zu Ihnen nach Hause, hier auch in einer schönen, richtig, richtig großen Variante, muss man einfach sagen. Auch da, vergleichbar mit Ihrem Fernseher, würde ich mal sagen, super schön groß gemacht. Und Andreas, jetzt stell dir vor, bei unseren Zuschauern an der Esszimmerecke so einen an der Wand oder auf der Kommode stehen zu haben. Oder vielleicht auch in einem Sitzbereich, wo die Lieblingssessel sind, wo zum Beispiel auch die Couch ist, den mal aufgestellt zu haben. Das ist ein neuer zentraler Punkt, der einfach zum Träumen einlädt. Ja, und das Ganze ist ja auf Knopfdruck einzuschalten, also ohne lang anzünden, ohne mühen. Du machst einfach das Knöpfchen auf on und dann hast du entweder das Flammenspiel oder eben auch die zuschaltbaren Wärmestufen. Das ist schon absolut genial. Und du hast ja gerade auf den Fernseher angespielt. Es gibt ja oft ganz viele Animationen, wo man auf seinem Fernsehgerät zu Hause eben so ein Flammenspiel aktivieren kann. Ne? Aber das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes, weil warm wird es dadurch nicht. Und wenn wir jetzt eben auch in dieser Übergangszeit, ne, Richtung Winter uns befinden, der Herbst kommt, es kommen die ersten wirklich extrem kühlen Abende, dann braucht man sowas natürlich. Und dann ist es natürlich auch so, dann kann man im Kopf ganz schnell umschalten. Ne? Dann kann man wirklich auch sagen, jetzt setze ich mich mal hin, lese hier ein Buch, trinke mein Glas Wein und dann gucke ich dem Flammenspiel zu. Ich schalte die Wärme ein auf Knopfdruck. Das ist doch ein richtig tolles Lebensgefühl, ne? Das ist einfach Lebensqualität, die Sie da haben und natürlich nicht vergleichbar mit einer DVD, die Sie da irgendwo einlegen, wo dann einfach nur ein günstiges, nennen wir es mal so, günstiges Flammenspiel da vonstatten geht. Sie sehen, bei den Elektrokaminen haben Sie ja immer auch hier zum Beispiel eine Glut, die sich im Vorderbereich auffindet, die nochmal glüht. Dann natürlich diesen dreidimensionalen Effekt, der natürlich auch dadurch erzeugt wird, dass jetzt die Glut vor diesem kleinen Monitor, der da integriert ist, quasi angebracht ist, dass die Flammen hier natürlich von, das muss man sich mal vorstellen, von Experten wurden die Flammen jetzt hier wirklich über einen langen Zeitraum überwacht und hier ganz, ganz detailgetreu und realistisch nachgezeichnet wurden. Das muss man sagen, was mir auch hier besonders gefällt, Vivian, ist diese Tiefe, ne? Der hat ja eine richtige Tiefe, das sieht ja wirklich aus wie im Grunde so ein Brennraum. Also da ist eine Dreidimensionalität, das ist authentisch, das ist realistisch und liebe Zuschauer, wenn das bei Ihnen zu Hause steht oder an der Wand hängt, Sie können garantiert sein, wenn der Besuch kommt, laden Sie Ihren Nachbarn ein, sobald Sie den zu Hause haben, schalten Sie den ein, trinken Sie zusammen ein Glas Wein, er kommt zur Tür rein und sagt, boah, ich habe ja gar nicht mitbekommen, dass du dir hast einen Kamin einbauen lassen. Und dann auch noch so einen. Ne? Wir sprechen ja nicht von irgendeinem Kamin, sondern von dem Kamin, dem Elektrokamin. Das ist auch wieder der Punkt. Steckdose ganz einfach eingesteckt. Schöner Effekt, zwei Heizstufen, die Sie wählen können. Das ist hervorragend für die nächsten 5 Winter, kann ich Ihnen sagen. Absolut. Und das Ganze auch für Sie wieder zum TV-Sonderpreis. 189,95 Euro. Auch hier, der kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Und auch hier haben wir ein Testurteil. Jawohl, 1,5 die Note. Fazit, mit seiner Front aus Glas und Edelstahl bietet dieser Elektrokamin einen edlen Anblick. Die mitgelieferte Fernbedienung lässt alle Funktionen bequem vom Sessel aus erreichbar werden.
Liebe Zuschauer, aus Haus- und Gartentest, also danke auch für das Testurteil, Note 1,54 für unseren Premium-Kamin. Die Bestellnummer, die NC 5722 und die 569 und der TV-Sonderpreis 189,95 €. Alle Produkte, alle Kamine der Sendung nochmal für Sie, liebe Zuschauer, auf www.pearl.tv und dann wünschen wir Ihnen wohlige und warme Abende.